Ja, ist krass. Das ist der erste rote Teppich jetzt für mich seit Corona. Und irgendwie ganz toll, auch ein bisschen schräg, weil ja, es ist irgendwie komisch. Es ist komisch, weil wir um die Situation wissen und ganz viele Kollegen und Kolleginnen sind nicht da. Und ja, und dann denke ich so, ja, wofür machen wir das jetzt hier? Aber es geht schon los. Genau. Wenn Sie an Ihre ersten Schritte, an Ihre First Steps denken, wie waren die? Die waren begleitet von ganz wiederum tollen Kolleginnen und Kollegen. So, die haben mich an die Hand genommen, haben mir die krasse Wahrheit über den Beruf gesagt, haben gesagt, wenn du genug Leidenschaft dafür aufbringst, dann wag es, aber du musst einstecken können. So, und das habe ich mir zu Herzen genommen und hat ganz gut funktioniert. Was heißt einstecken? Ja, man darf Dinge nicht persönlich nehmen, wenn man nicht gefragt ist, wenn man Rollen nicht bekommt. Man bewirbt sich und das ist ja, weil wir, das ist unser Handwerk, ne? Alles unser Mut, unsere Intuition, unser Bauchgefühl. Und wenn wir abgelehnt werden, kann man das sehr schnell persönlich, natürlich geht das erstmal gegen einen, aber vielleicht ist man auch einfach nicht passend für das Ensemble. Und dann, das ist wie beim Boxen. Sage ich so gerne. Ne? Man kriegt eine nieder, fällt hin, strauchelt und abklopfen und aufstehen, weitergehen. Wie ist das, wenn plötzlich die Kameras an sind, alle hingucken, natürlich auch aufs Privatleben? Gibt es Fettnäpfchen, in die man treten kann? Oder? Jede Menge Fettnäpfchen gibt es in unserem Beruf. Das ist ja der große Spagat zwischen privat und persönlich. Da überlege ich jetzt immer noch, was erzähle ich und was erzähle ich nicht. Aber es geht um unseren Beruf und was ich möchte, sind Geschichten erzählen, Menschen entführen in eine andere Welt, sie mal aus ihrem Alltag rausreißen. Und darüber rede ich dann am liebsten. Ja, sehr schön. Ein Blick in die Zukunft. Was sind Wünsche, Träume? Ah, ganz tolle Projekte. Wirklich tolle Geschichten zu erzählen mit interessanten, innovativen Menschen und ja, gutes Ensemble zu haben. Das ist auch unsere meine Lebenszeit und das möchte ich mit guten Menschen verbringen.